Servus, grüß dich und der Luder, die Genick heißt dich wieder ganz herzlich willkommen. Prison Architect steht an und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit mir weiterbasteln wollt an diesem tollen Gefängnis, das wir jetzt haben. Und ja, je nachdem, wie toll man Gefängnisse finden mag. Also mir macht es wahnsinnig viel Spaß und wir müssen auch, ich lasse auch dabei mal langsam jetzt wieder vorwärts laufen. Jetzt schaue ich gerade mal, was hier passiert. Ach so, da kommen Besucher und die Köche gingen ja da auch mal ganz vogelwild durch. Okay. Also, ja, ich habe ja beim letzten Mal gesagt, wir müssen da echt ein bisschen härter durchgreifen. Hier zum Beispiel brauchen wir eine Tür, die baue ich jetzt gleich mal ein, bevor ich das irgendwann einmal vergiss. Da werden dann irgendwann die Wache durchgehen. Was führen Sie denn eigentlich so auf? Clothing. Ich weiß nicht, was das. Also irgendwie haben zum Beispiel im Moment alle ein bisschen Schwierigkeiten. Kein. Ich bin ganz baff, weil hier, da führt sie irgendwann auf, der wird dann gleich mal bewusstlos gelangt, aber gut, okay, die führen sie ja alle auf. Ich habe keine Ahnung. Na gut, lassen wir es mal essen gehen. Vielleicht berühren sie sich alle wieder. Ja, irgendwie habe ich mir das schon gedacht, dass da jetzt wieder. Eieieiei. Naja, mei, das ist halt im Knast passiert halt immer wieder was. Da wären wir jetzt übrigens, wenn man das jetzt gerade so einfällt, vielleicht hilft das was. Ich will ja ein bisschen härter durchgreifen. Also wir brauchen so schnell wie möglich, wir haben jetzt ein bisschen Geld wieder. Wir brauchen so schnell wie möglich Hunde und ein bisschen mehr Taser und was weiß ich. Also so kann es ja nicht mehr weitergehen. Jetzt machen wir zuerst einmal schnell einen Moment. Jetzt möchte ich zuerst mal schnell. Hier eine Sicherheitskamera, der finde ich wieder nicht unter den 1000 vorhanden. Weiß ich wieder nicht, wie sie die nennt. Da haben wir es, Überwachungskamera. Hier eine Überwachungskamera hin, genau gegenüber hier vom. Und dann müssen wir auch was für unsere Häftlinge tun. Das hilft echt nichts, weil sonst wären ja die verrückt. Wir brauchen Aufenthaltsraum und so weiter. Also müssen wir jetzt mal schauen, dass wir wieder einige Dinge machen. Der Cashflow ist ganz gut. Ich würde jetzt ganz gerne noch einen Tag warten. Warum sitzt da keine Wache? Haben wir zu wenig? Verfügbar. Da müssen wir, glaube ich, hier drei stationieren. So. Dann muss er da einer herkommen. Wenn der müde ist, gut, dann stellen wir halt noch einen ein. Vorderlang. Kamera schon hingebaut. Da kommt er in dem riesen Wirrwarr. Okay, vielleicht ist ein bisschen was. Verbindung hierher. Also das, ich habe das, weiß ich, wo Land es liegt. Die anderen Überwachung
Kameras gehen doch auf. Und brauchen die Strom? Ah, die brauchen keinen Strom. Die hat ja zum Beispiel auch keinen Strom und funktioniert trotzdem. Also kann sie ja nicht am Strom liegen. Und ich bin völlig überfragt. Weiß ich nicht. Also wird auch nicht erklärt, warum der jetzt hier, warum das nicht funktioniert. Jetzt hat der so hingebaut, verbinden wir den. Da ist ja noch locker Platz an dem Überwachungsmotor. So. Und keine Ahnung. Ich kann es mir echt. Ist das verkehrt rum oder. Das ist, ja, so Sachen ärgern mich ein bisschen, weil ah, ich gerade weg. Weiß ich nicht. Okay, wir können, ich kann nur versuchen, dass wir mal eine Stromleitung legen. Aber ansonsten ist mir das unklar. Die da draußen im Hof sind ja auch schon nicht gegangen. Also ist schon sehr seltsam. Okay, gut, lassen wir uns jetzt von sowas nicht verwirren. Machen wir jetzt einfach mal weiter. Gut, wir müssen ja eh noch Cashflow. Also ich wollte das jetzt eins am anderen. Hier, die Sicherheitsbewertung, das wollte ich noch machen, damit wir diese 15.000 Bonus kriegen. Also Hundeführer, dazu brauchen wir jetzt endlich einmal unseren Zwinger. Und aha, und die Wände werden nicht gebaut, logischerweise, weil es keinen Zugang gibt. Aha, macht ja auch irgendwie Sinn, gell? Also dann kriegen wir, bauen wir da jetzt einmal Türen hin und weiß ich jetzt gar nicht. Da bauen wir jetzt einfach. Natürlich, wir werden es bestimmt noch brauchen, diese Räume. So. Und dann sollen jetzt einmal die Jungs hier die Versorgung. Das Kabel ist gebaut. Stromkabel oder ist es schon gebaut? Nee, noch nicht. Also das gefällt mir überhaupt nicht. Dass hier die Gefangenen hier einfach so aufs gerade Wohl da irgendwo durchlaufen und hier auch keine Wachen sind. Das gefällt mir echt überhaupt nicht. Schauen wir mal. Da einer fest. Gänge über. Und dann kommen wir doch, ich schaue jetzt einmal schnell. Freizelle, ach so, da kommt der Stein. Okay, alle essen da. Ist halt die Frage, wenn wir einen zweiten Zellenblock bauen, ob wir, ich glaube, so ein Essenssaal, da wird es halt dann ganz schön zugehen. Es geht ja eh schon so zu. Werden wir dann beim nächsten Essen mal verfolgen, wann ist denn Essen?
da jetzt dann eh gleich gehe. Kocht es auf alle Fälle. Ab 8 Uhr dann essen. Okay. Jungs, wo sind denn hier die ganzen Arbeiter? Läuft sie da draußen rum? Und jetzt kommen wir es langsam mit den Türen daher. Ja, bin ich die langsame Geschwindigkeit nicht mehr gewohnt. Dann, okay, müssen wir uns halt einfach gedulden. Dann schauen wir mal, Besucher. 11 Häftlinge bereit zur Bewährung, okay. So, und dann bauen die ja hoffentlich jetzt da dann die Wände auch gleich noch rein. Ach so, die müssen da ewig laufen, weil da außen rumlaufen. Das ist ja ein Wahnsinn. Warum laufen die da außen rum? Weil dazu ist. Okay. Dann machen wir diese. Ja, wirklich nicht. Dann machen wir. Wirklich erfahren. Also. Abreißen. Dann bauen wir hier jetzt erst einmal vorerst ein den Zaun. Was dazu ist, ja, damit die Jungs nicht so ewig außen rumlaufen. Dann bauen hier mal einen Weg durch. Machen. Mal. Wird ja dann üben. Das wird ja dann für die Arbeiter auch gelten. Bring doch mal ein Boot durch. Damit die das Material nicht da irgendwie ewig unten rumschleppen, sondern hier oben durchschleppen. Ah ja, er ist jetzt schon mal oben rumgelaufen. So, 9 Uhr. Achso, es ist gerade Essen, da wird man eh schauen. Also wenn wir hier doppelt so viel Leute reinhauen, da glaube ich, ist ganz schön was los. Ja, genau. Was ist bedeutet? Was soll ich sagen? Also seine Klamotten stinken, das heißt, dass wir müssten langsam einmal wirklich für Reinigung sorgen. Okay, gut. Jetzt sind die aber hier Gott sei Dank jetzt mal fertig mit den Wänden. Und dann können wir mal langsam den Zwinger bauen. Ja, lalalala, Zwinger, Zwinger, Zwinger. Sind die ein Hündchen drauf? Und da brauchen wir jetzt Hundehütte, ganz genau.
behüten. Hunde dich. Hunde nach. Hunde. So. Also gut, danke. Auf. Woher? Okay, da gibt man seine Kunde, oder ich weiß jetzt nicht, wie viele Hunde das noch da lässt, dann ist man noch kurz bei den Küssen ja auch ganz schön diese Hundehütten. So, und dann brauchen wir, stellen wir einen Hundeführer. Wie viel brauchen wir? 2 Hundeführer. Okay. Dann machen wir einen schönen Hütten. Stimmiges Feld mit. Irgendwas muss man auch aufwischen von. Feuer, das ist bestimmt der Teppich, da gefällt mir nicht so, falls der Frachtboden auch nicht unbedingt. Mosaik fließen. Ist nicht schön für Tiere, obwohl das eigentlich wirklich wurscht ist, oder? Okay. Voilà. Und dann stellen wir jetzt auch 2 Hunde. Ja, jetzt habe ich die Dinger genau verkehrt rum. Jetzt mal bitte diese scheiß Wand bauen. Ich krieg echt einen Vogel. So, und jetzt 2 bewaffnete Wachen. Okay, haben wir bewaffnet? Nein, haben noch gar keinen. Dann stellen wir jetzt 2 bewaffnete. So, da. Dann ist da gleich mal Ruhe. Patrouille 2 machen. Wo lassen wir die? Also die Hunde gehen. Da müssen wir jetzt erstmal schauen, da brauchen wir jetzt einen Weg außen rum. Brauchen wir einen Weg den rum? Da müssen wir reißen. Oder dann auch nicht wieder hoch. Voilà. Dann wird der Zaun ab. Dann werden hier wird ihr wechseln. Dann hier runter. So her. Damit die Jungs jetzt hier außenrum aufpassen. So, und jetzt, hoffentlich kriege ich das hin. Eins hat Patrouille. Eva. So, da und der Patrouille. Einsatz. Weisende bewaffnen, weisen sie Hunde für. Hunde.
So, lala. Wunderbar. Weil sie einer Partei bewaffnet. Okay, wir haben ja. Moment. Bullien. So. Bewaffnete Patrouille. So, lala. Sehr schön. Wir haben die 15.000. Die gehen wir dann über der Option. Das geht ja eigentlich gut. Dann können wir auch. Da ziehen wir zwei weg, zwei reichen. Und bei den Patrouillen, der wir die auch weg. So. Sollen im Zellenblock die zwei Bewaffneten rumlaufen. Jawohl. Dann ist da hoffentlich endlich mal Ruhe. Sehr schön. Zwinger haben wir auch. Jetzt weiß ich nicht. Jetzt müssen wir mal schauen, was brauchen wir denn eigentlich. Oh. Wäscherei, das machen wir dann auch. Schlafsaal. Schiffigerei, Bewährung. Nachdem sie 75% ihrer Haftstraße abgesessen haben, können ihre Häftlinge auf Bewährung entlassen werden. In diesem Raum wird ihr Schiff vom Direktor und vom Freichef entschieden. Ah, okay, gut. Also ein Bewährungszimmer, das könnten wir doch eigentlich. Haben wir hier ja nur ein leeres Büro. Beziehungsweise, weil das ist ja auch vom Direktor, also da steht, man braucht eine besondere Wache dazu. Ja, aber das kann man dann auch hier machen. Wenn man hier zum Beispiel sogar eine Wache einteilt, das wäre gar nicht so blöd. Könnte man machen. Ja? Okay, das machen wir jetzt, machen wir das anders. Machen anders. Erstmal Geld haben wir jetzt wieder erschauen wegen den neuen Zuschüssen. So. Eine Gemeinschaft, also einen Besuchsraum haben wir, mindestens drei Besuchertische haben wir auch, einen Gemeinschaftsraum, einen Billardtisch, mindestens zwei Fernseher, mindestens fünf Telefonzellen, einen Gemeinschaftsraum. Okay, Hochsicherheitsstruktur. Erhöhen Sie die Zahl Ihrer Sicherheitskräfte, Bürokratie, Panzerwesten, Teaser, bauen Sie Überwachungsmittel, platzieren Überwachung in Ihren Gefängnis. Zack. Ha. Haben wir auf einmal gekriegt, weil das haben wir schon alles erledigt. Sehr schön. Wäscherei, Küche, Putzmittel, okay. Ernährungsstufe, gut. Schon interessiert den Zellenblock, weil interessiert eher Besucherrechte. Da brauchen wir also einen Gemeinschaftsraum. Okay. Wäscherei, Gemeinschaftsraum. Das ist natürlich die Frage, wo baut man einen Gemeinschaftsraum hin? Ah, dass die Leute nicht zufällt. Wir könnten natürlich mittlerweile tatsächlich diese saublöde Verwahrungszelle abreißen, weil, wie ihr seht, wir die überhaupt nicht brauchen. Dann könnte man da natürlich einen ganz coolen Gemeinschaftsraum. Das wäre eine Möglichkeit. Die Rezeption brauchen wir natürlich schon. Man könnte natürlich. Oh, hier fällt ja immer die Wäsche. Man könnte natürlich auch hier ziemlich cool die Wäscherei herbauen. Das wäre natürlich eine gute Idee. Hätte die Wäscherei. Wäre natürlich eine Möglichkeit. Müsste man gar nicht so viel Räume bauen und haben wir dann später Platz für die ganzen, für noch mehr Zellenblöcke und das finde ich jetzt gar nicht echt. Haben wir ja auch wieder sehr gut Geld.
auch ein bisschen Ruhe eingekehrt, wunderbar. Alle schön schlafen in der Nacht. Und auf einmal läuft die Kamera. Okay. Weiß ich nicht, ob ich einfach zu ungeduldig war. Und wir werden jetzt auch Personal, ich werde jetzt auf alle Fälle, also 4 bewaffnete Waffenkammern einstellen, okay. Gehen auf alle Fälle noch ein. Im Moment schaut es ganz gut aus. Okay. Finde ich eigentlich ganz spannend, diese Idee. Also einmal hier dieses Büro, das wir anscheinend, also ich glaube nicht, brauchen wir nur irgendein Büro. Kommt nur, ah doch, ein Rechtsanwalt. Einige Regeln beugen können und Scharfschützen. Okay, das bedeutet, wir könnten eigentlich auch mittlerweile einen, damit da im Hof ein bisschen mehr Ruhe einkehrt. Wo ist denn dieser Wachturm? Es gibt irgendwo diesen Wachturm. Ghetto. Ja, ich bin. Ich glaube, der. 100. Also es gibt Logik, Beschallungssystem. Also da müssen wir noch ein bisschen rum überlegen, aber das finde ich eigentlich ganz logisch. Das Büro müssen wir uns dann für einen Rechtsanwalt aufheben. Hier die Wäscherei, das finde ich eine sehr gute Idee. Dann würde ich jetzt einfach mal ausprobieren, indem wir einfach die Verwahrungszelle wieder wegfahren. Oh Mensch. Da waren eigentlich, wir haben immer so viele Zellen. Irgendwie habe ich den Eindruck, seit wir hier bewaffnete Wachen rumlaufen haben, ist ein bisschen mehr Ruhe eingekehrt. Das kann auch täuschen. Und dann kann man das jetzt hier mal alles. Jungs, was? Jetzt machen wir alles weg. Wird dann alles eingelagert. Genau, gut. Und den Rest würde ich sagen, machen wir dann in der nächsten Ausgabe. Wir sind schon fast wieder drum. Also es ist weiterhin spannend. Mir macht es wahnsinnig viel Freude. Man kann wirklich genau arbeiten, auch wenn im ersten Moment der Grafikstil gar nicht so ausschaut. Aber es ist wirklich spannend. Und mal schauen, ich möchte schon noch weiter größer ausbauen. Und mich freut es, dass ihr dabei seid. Lasst mir doch ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Servus, pfiat euch.